Also zum Beispiel, dass jemand, der aussieht wie ich, typischerweise Bockwurst bestellen würde. Das ist die rassistische Vorstellung. In Hannover hat man jetzt aus den städtischen Kantinen das Zigeunerschnitzel entfernt bzw. umbenannt. Bestellst du noch ein Zigeunerschnitzel oder sowas wie ein Mohrenkopf? Ja, das ist natürlich ein ganz interessanter Fall, weil wir eine ganze Menge von Speisegewohnheiten und Verhaltensweisen irgendwie verbinden mit der Vorstellung, dass bestimmte Menschen eine bestimmte Rasse haben und deswegen etwas tun. Dass zum Beispiel Roma und Sinti Zigeuner sind und Zigeuner essen irgendwie was weiß ich, besonders würzig. Da sind natürlich absurde, stereotypische Vorstellungen mit am Werk. Da muss man allerdings in dem Fall schon vorsichtig sein. Was ist denn so schlimm daran, zum Beispiel das Wort Zigeuner in den Mund zu nehmen? Es kann ja auch Lob sein, dass man ein Zigeunerschnitzel bestellt. Also in Hannover zum Beispiel haben sich die Roma- und Sinti-Verbände zusammengetan und dagegen protestiert. Und das heißt, es verletzt die Menschen. Wenn es die Menschen tatsächlich verletzt, ist das natürlich ein ganz besonderer Fall. Ich würde allerdings in dem Fall zum Beispiel mich auch fragen, warum ist das eigentlich so? Was ist so schlimm daran? Vielleicht müsste man eben über das Wort Zigeuner reden und die Geschichte, in der es gebraucht wurde. Also wenn wir das Zigeunerschnitzel jetzt nicht mehr Zigeunerschnitzel nennen, sondern Paprikaschnitzel oder Balkanschnitzel, sind wir dann auf dem richtigen Weg. Ja, ich glaube, das bekämpft nicht das eigentliche Problem. Wir denken immer, dass einige Wörter verletzend sind, völlig klar. Ja, Neger ist, wenn das bestimmte Menschen gebrauchen in einem bestimmten Kontext, klarerweise verletzend und das kann man dann auch nicht ändern. So. Also muss man da den Wortgebrauch ändern. Aber das, wir wollen ja eigentlich ein Problem bekämpfen, das nicht nur in einem Wortgebrauch liegt. Das heißt, die Vorstellung, dass Roma und Sinti oder schwarze Menschen oder europäisch aussehende blonde Menschen sich auf eine bestimmte Weise verhalten. Also zum Beispiel, dass jemand, der aussieht wie ich, typischerweise Bockwurst bestellen würde. Das ist die rassistische Vorstellung. Wer sagt denn, dass es in meinem Wesen liegt, dass ich kein Veganer bin, nur weil ich irgendwie so und so aussehe? Das heißt, die Vorstellung, dass Menschen bestimmte Weise tun, bestimmte Speisevorschriften verfolgen und so weiter, weil sie eine bestimmte Hautfarbe haben, das ist der erste Schritt zur Ausgrenzung. Das heißt, wir müssen an den Vorstellungen etwas ändern zunächst einmal und an den sozialen Verhältnissen, die in den Vorstellungen zum Ausdruck kommen und nicht nur auf der Ebene der Worte ein Wort durch ein anderes ersetzen. Das führt letztlich erstmal zu gar nichts. Das heißt, es ist alles nur eine Schönfärberei oder eine schöne Umschreibung für soziale Ängste, die wir haben. Richtig, ganz genau. So etwas wie Rassismusbekämpfung, indem man lediglich die Sprachpolizei einschaltet, ist eigentlich ein Ablenkungsmanöver. Das heißt, wenn ich jetzt einen schwarzen Menschen etwa mit der jeweils gerade gängigen freundlichen Bezeichnung anspreche, grenze ich erstens die Person immer noch aus und zweitens hat sich noch lange nichts geändert, solange ich diese Person mit anderen Augen anschaue. Wenn ich einen Unterschied ziehe zwischen mir als Mensch oder als Bürger und einem anderen Menschen aufgrund der Hautfarbe, egal wie nett ich die Hautfarbe bezeichne, habe ich damit den Fehler begangen, den wir ausmerzen wollen. Das ist also der Irrtum.